Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen ripperreichen Folge Days Gone. Ja, wir müssen jetzt fix rüber machen in ein anderes Gebiet und dort Lisa retten, denn sie wurde entführt mit ein paar anderen Leuten von den Rippern. Und Lisa ist ja für Deacon eine besondere Person, weil Lisa erinnert unsere guten Deacon ja an die kleine Schwester von Sarah. Oh nein! Nein! Ich kann nicht mehr fahren. Mist. Zum Teufel! What? Nein! Oh, Hilfe! Aua! Nein! Scheiß Typen! So. Wir nehmen die Spitzhacke mit. So, Moment mal. Unser Fahrzeug ist ein bisschen beschädigt. Ich krieg das schon hin. Ja, nicht nur ein bisschen. So. Gut. So, wir brauchen nochmal einen neuen Schrottfix. Hier ist was? Jawohl. Gut. Wir müssen dann gleich noch mal was schnell herstellen zum Heilen. Oh. Jetzt zielt jemand auf uns. So, und hier muss irgendwo Lisa sein. Verdammter Ripper, wo ist die Kleine? Wenn sie verletzt ist, ich schwör bei Gott. Ach, was rede ich? Ich krieg euch alle, egal ob ihr ihr wehgetan habt oder nicht. Halt durch, Lisa. Ich komme. Okay, wir müssen sie retten. Was ist das? Lisas? Mit Sicherheit gehört der keinem verdammten Ripper. Kleine Fußspuren, Kindergröße. Das muss Lisa gewesen sein. Sie haben sie hier entlang geschleppt. Wenn ihr ihr was getan habt, ihr Schweine, bringe ich jeden einzelnen von euch um. Los, weg mit dem. Wer ist das, der hier hängt? Ist das Lisa? Nein, das ist ein Mann. Das sah gerade so aus von der Frisur her. Nicht sogar. Oh, Hilfe! Weg mit dem. Mach ihn vor! Aua! Wurde die Tür reingeschleppt. Gut. Hier alles mitnehmen auf jeden Fall. Kommt wie gerufen. So, und jetzt neue Heilung herstellen erstmal. Voila. Jetzt geht's hier rein.
Wer weiß, wo sie sie hingeschafft haben. Oh oh. Scheiße. Verstecken uns hier? Was ist bloß los mit euch, Freaks? Hier ist irgendwas. Jawohl. Was? Den Scheiß-Typen haben wir. Was macht der? Dort ist jemand. Lebt er noch? Der auf dem Stuhl hier. Die Freien regieren die Welt, ha? Nicht, wenn sie alle tot sind. Nein, sie ist nicht hier. Wo bist du, Lisa? Sie muss irgendwo hier draußen sein. All meine Lieben wurden befreit. Aber ich darf nicht um sie trauern. Ich strebe nach dem... Los, weg mit dir. Niemand! Halt durch, Lisa. Egal, was sie mit dir machen. Halt einfach durch. Zeig ihm den Weg! Ja, Hilfe! Nein! Ich! Na los, zeigt euch. Der rührt sich nicht. Hier rüber, schnell. Lisa, ich werde dich retten. Du bist jetzt frei. Sie wurden befreit. Rückzug, ich brauch Deckungsfeuer. Los, schnell. Den will ich noch plündern. Und den da drüben auch noch. So, nochmal heilen. Und neue Heilung herstellen. Gut. Hier ist nochmal Munition. Jetzt haben wir ein Verirrter. Das reinste Labyrinth hier. So, von hier oben aus haben wir auf jeden Fall einen kleinen Höhenvorteil. Oder? Wo sind die? Ne, wir machen nach unten. Weg mit dem. Gut. Da. Da macht einer lang. Jawohl. Den hätten wir. Und hier ist eine Machete. Die nehme ich doch liebend gerne mit. Großes Lager hier ist. Sie wurde hier hochgezerrt. Lisa muss da oben sein. Ich komme, Kleine. Schnell, wir müssen uns beeilen. Wo ist der Typ, den ich gerade angeschossen habe? Hier! Er ist hier! Da ist er. Da war er. Der Weg! Bleib auf dem Weg! Mist. Okay, kurz schauen, was haben wir hier so? Wir haben eine Granate. Lass uns die nehmen. Nein, 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 nein! Boah! Los! Flankier!
Mist, aber komm schon, ich will noch fix plündern. Los, er wird befreit. Denk mit. Feuer, Feuer. Okay, der Typ dort oben muss jetzt erstmal weg. Schnell. Erwischt. Steig ihn ab, Arschloch. So gut. So, ich warte auf meine Machete. Oh, Hilfe. Jawohl. Das ist Lisa. Lisa. Oh Mann, Lisa. Oh, verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa. Lisa? Hey. Kleine. Nein! Hey. Nein! Hey. Sei still, sei still. Lisa, ich bin's, Deacon. Erinnerst du dich? Deacon. Okay. Okay. Deacon. Schon gut. Schon gut. Komm schon. Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen? Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell du kannst da hinlaufen. Halt nicht an. Nicht anhalten. Genau, nicht anhalten, was auch ist. Bereit? Los. Nehmen wir die Waffe hier mit. Okay, wir schauen noch kurz hier nach oben. Ich will mal fix hier nachsehen, was es hier noch gibt. So, jetzt folgen wir fix. Wir werden nämlich bestimmt auch gleich noch mehr kommen. Ja. Lisa, runter, versteck dich! Ja! Greif an! Ah, ich bin verdammt! Ich geh in die Deckung! Lisa, lauf! So, schnell weiter. Wo lang? Hier. Okay. Ripper. Runter, runter! Stopp! Lasst mich euch Carlos Worte lehren! Los, los! Okay, schnell weiter. Nachladen. Hier hoch, denke ich mal. Ja, das sollte der richtige Weg sein. Da ist unser Bike. Lauf zum Besucherzentrum, los! Ja, greif an! Oh, erwischt! Du wirst büßen. Zu meinem Bike, lauf! So, aufsteigen. Hier ist es sicher. Bist du okay? Nein. Hör mir zu, südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein.
Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Okay. Gut festhalten. Ricky! Ricky, komm! Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen! Deacon? Lang nichts gehört. Was willst du? Wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway, an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahre jetzt dahin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht, als Boozer und du hier weg seid? Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich hab ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du hast eine Überlebende und bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Psst. Lost Lake Ende. Ricky? Ja. Gern geschehen. Es wird dir da gefallen, Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er ist okay. Er schreit gern rum, also lass dich nicht aus der Ruhe bringen, verstanden? Okay, und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, geh zu Eddie, sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie ist eine Gute, sie hat Medikamente und so, weißt du, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir, du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du Scheiße baust. Okay. Hey, Ricky. Hey, Deke. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Lisa, das ist Ricky. Sie wird dich an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Deke. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte, nimm sie mit, okay? Was ist mit ihr, Deke? Was mit ihr ist? Sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich musste... Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und nochmal vielen... Okay, das haben wir geschafft. Vertrauen erhöht. Bist du da? Hast du das Ripper-Lager gefunden? Ja, Boozer. Ich hab's gefunden. Meinst du, die haben uns hier oben gesucht? Keine Ahnung, Boozman. Ich hätte ja gefragt, wenn sie nicht versucht hätten, mir die Augen auszustechen. Tut mir leid, Bruder. Ich hätte bei dir sein sollen. Klar, Mann. Ja, ich weiß. Dicken Ende. So, was haben wir denn da jetzt für eine Mission dort oben? Niemand hat das vorausgesehen. Die Welt wird dich packen. Für die Fahrt rüsten. Wegen St. John, hier ist Mark Copeland. Ich wollte mich für die Sache mit deinem Bike entschuldigen. Nach allem, was du für das Camp getan hast. Naja, ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wie gesagt, tut mir leid.
Sanjan, hier ist Ada Tucker. Ich soll dir von Elkai sagen, dass das Camp dankbar ist für die Sachen, die du beschaffst. Wir können jede Hilfe gebrauchen. So, da wären wir wieder bei unserem Lager hier, wo auch unser Bruder ist. Sie kommen! Sie kommen! Sie werden... Sie wollen... Nein! Gleich haben sie mich! Oh, Scheiße, sie werden, Usa, was ist los? Nein! Wie kommst du hier rein? Wow, 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 wow! Bleib da sitzen! Usa, hör zu! Bleib sitzen! Ich bin Stig, jetzt mal ganz ruhig. Ja, lass uns reden. Ich bring dich um! Ist alles gut. Gib mir das Gewehr! Los, gib mir das Gewehr, Mann! Oh, Scheiße! Verdammte Scheiße! Buse, was zum Teufel? Ich hab sie gehört, stimmt. Scheiße, aber Scheiße. Du hast sie gehört, Scheiße, oder? Hab ich gehört, Buse. Du hast eine Blutvergiftung. Hab ich nicht. Doch, hast du, Buse. Siehst dir doch an. Da gibt's nichts anzusehen. Wir besorgen dir Hilfe. Hör zu, ich brauch keine. Komm schon. Fuck, ich brauch keine Hilfe. Tut mir leid, dass ich dir die Birne wegpusten wollte. Na super. Buser geht's echt scheiße. Also, ich dachte, da wäre was. Weißt du? Langsam. Hey, Vorsicht, Stufe. Ich komm klar, aber es war in meinem Kopf, weißt du? Ja, ich weiß. Okay, wir müssen schnell zu unserer Bike. Ich hörte sie, Deke. Schritte. Sie waren in meinem Kopf. Stiefel. Nur noch ein paar Stufen. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann laufen, verdammt. Ich kann laufen. Okay. Ja, jetzt komm, na los. Steig auf, wir müssen los. Halt, warte. Was? Wohin fahren wir? Ich will nicht. Es ist nur eine kurze Fahrt, Buse. Dann kriegst du den Kopf frei. Fahrt? Ja, okay. Das ist gut. Luft, okay. Wohin fahren wir? Dick! Weißt du noch, als wir das erste Mal raus sind aus Farewell, wie das war? Ja, ich erinnere mich. Die Highways waren vollgestopft mit Autos. Da waren so viele Leute, alle auf der Flucht. Sie dachten, wenn sie nur schnell genug sind, dann könnten sie irgendwie entkommen. Ja. Niemand war schnell genug, Buser. Niemand hat das vorausgesehen, so wie ich. Und als sie endlich Scheiß drauf sagten und losliefen und schließlich rannten, da war es zu spät. Ja, zu spät. Und ich weiß noch, die Freaks zu sehen, als sie kamen. Ja, ich erinnere mich. Wenn man sowas sieht, weiß man, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir dran sind. Nichts kann es aufhalten, Bosa. Rein gar nichts. Aber weißt du, warum wir weitermachen? Nein.
Weil was zur Hölle sollten wir sonst tun? Ja. Was machst du da? Nichts. Mhm. Mach dich schön hübsch, bevor du da hingehst. Naja, klar. Ich wollte nach der Lodge vorbei, ein paar Bier trinken und dann in die Krankenstation schlendern. Nein, Mann, ich schnauze voll. Okay, ich verarsch dich doch nur. Hey, Dick. Iron Mike sagte, er macht dich kalt, wenn er dich wieder sieht. Wenn er das sagt. Der Alte erinnert sich doch kaum noch an seinen Namen. Nein. Hey, das vergisst er nicht. Du musst wach bleiben. Wir sind abseits der Straße, aber wenn ein Freaker vorbeikommt. Ja, ich weiß. Okay. Hey, Dick. Ja? Bring mir niemanden um im Camp, okay? Ich bring niemanden um. Alles gut? Alles bestens. Sieht's da draußen aus? Was soll das, Mann? Okay. Begib dich zum Lost Lake Camp. Das reicht doch aufgehört. Sicher so ein Drifter. Wir sollen das Camp bewachen und uns hier kann runterholen. Habe ich das getan? Ein Ripper sein. Oh, gegen uns beide. Echt jetzt? Wir schnappen sie uns bevor. Nein. Das haben wir auch gedacht. Ich und dieser Carol, Erdys Bruder. So, schnell hier runter. Dort vorne sind jede Menge. Können wir durchs Wasser? Okay, dann locken wir mal da drüber. Hier ist doch was. Hast du was? Schön ruhig und langweilig, wie es sein sollte. Was hast du später noch so vor? Ich werde mal versuchen zu schlafen. Die Kleine, dieser Neue. Sie heult die ganze Zeit. Die ersten Tage hat sie mich gar nicht schlafen. Stein. Was? Oh. Ich weiß nicht. Es geht so. Mist, Missionsgebiet verlassen. Kann ich hier noch rumlaufen? Okay, ja. Gut, das geht. Hier! Mist. Das war nicht so geplant. Na klasse. Oh, wer weiß, wo er jetzt hier ein Kontrollpunkt war. Was gibt's? Was geht? So, da drüber. Das war ein Stein. Na los. Ist was. Siehst du irgendwas? Jetzt der dort rüber. Hey, du! Los. Ich hab ihn! What? Okay. Das war unerwartet. Ich dachte, da geht zu dem Stein hin. Der hat uns aber anscheinend irgendwie schon gesehen. Deswegen der jetzt gar nicht mehr... Umgekehrt ist anscheinend. Das war jetzt blöd, muss ich dazu sagen. War noch ein bisschen dumm gemacht von uns. Wie läuft's denn so? So. Ein Stein. Gut. Hier ist doch was. Jetzt werfen wir dorthin einen Stein. War das ein Stein? Jetzt werfen wir wieder drüber noch einen. Ja. Gut. Oh, Scheiße, Iron Mike. Skizzo, du Dreckskerl. So, Narben am ganzen Kopf, als hätten sie ihn skalpieren wollen.
Und all die anderen? Sie wurden abgeschlachtet, Mike. Abgeschlachtet. Was? Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte sie nicht den Freaks überlassen. Es ist Carlos. Und nein, 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 Sie... Oh, Scheiße. Kein gutes Versteck. Sie sehen mich. Das geht nicht. Sie sehen mich. Ist jemand? Oh, damit kannst du nicht kämpfen. Shit. Achso, hier weiß ich gerade absolut gar nicht mehr, wo wir so richtig langlaufen sollen. Wie machen wir das am besten? Das ist gerade ein bisschen kompliziert. Hey! So, da drüber. Was zur Hölle? Wirft da jemand Spaß? Siehst du irgendwas? Was? War das ein Stein? Ist was. Warte, warte, warte! Hier Nein. bist du! Wie könnten wir das denn gut machen? Ich glaube, dort rechts müssten wir lang machen. Ich glaube, das wäre so der mögliche perfekte Weg hierfür. So wird das vielleicht sogar sein. Hey! Hey, das war ein Stein. So, der geht jetzt da drüber. Wie läuft's denn? Hey. Hier ist jemand. Wer war das? Hier ist was. Na los, geh doch mal da drüber. Was zum? Hier ist was. Hast du was gefunden? Jetzt dort rüber. Was zum? Hä? Wirft da jemand Steine? Hier ist Mann, jemand. Die Männer da wurden nicht nur angegriffen, sondern gefoltert. Joe hat Narben am ganzen Kopf, als hätten sie ihn skalpieren wollen. Und all die anderen? Sie wurden was abgeschlachtet. Was geht? Abgeschlachtet. Oh, Scheiße. Das Iron Mike. Schizo, du Dreckskerl. Den Freaks überlassen. Es ist Carlos und du weißt es. Wir müssen zurückschlagen oder die Ripper werden... Raymond. Schizo, lass gut sein. Lass einfach gut sein. Was ist mit der nächsten Gruppe, Mike? Und der nächsten? Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue Camp und Camp Pioneer. Das ist noch nicht sicher. Sie ziehen nach Norden. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Da gab's einen Ripper-Angriff. Oh, seit wann hörst du denn auf diesen Spinner Copeland? Er mag ein Spinner sein, aber ich glaube schon, dass er einen Ripper mit einem Schlachtermesser erkennen kann. Gut, soweit so gut. Ich weiß gerade nicht, wo es besser wäre, lang zu laufen. Dort ist es halt alles sehr groß und offen, aber dorthin wären zwei Wachen. Die könnten wir auch probieren, wegzulocken. Aber du kannst auch gern selbst nachsehen. Wir kommen wieder. War doch du weißt, Eddie hasst es, wenn du dich in ihren Kram einmischst. Du hast es gesagt. Nicht ich. Echt nicht lustig. Also los. Wir warten, bis Eddie hier ist. Ich will da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Eddie kümmert sich um sie. So. Eddie und Ricky sind na los. Warum? Willst du sie angraben oder geht dir dabei einer ab? Was ist mit der nächsten? Das ging gut. Und der nächste? Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue-Camp und Camp Pioneer. Alles schön leise hinkriegen. Glaubst du eher? Ah, verdammt. Hi Ricky, hi Eddie, ich will keinen Ärger. Mach bitte Platz, ich find allein Nein, raus. Mann, was zum, machst was du machst auf du? Meiner Krankenstation? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt einen Code, richtig? Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh, Scheiße, okay. Hör zu, lasst es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, hielt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum.
Boozer ist krank. Er hat eine Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist, und mir ist egal, was Iron Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Wir müssen aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. Komm, ich nehme dich mit. Wo fahren wir hin? Erinnerst du dich an das Camp, als wir zum ersten Mal ins Tal fuhren? Ja, ich erinnere mich. Das nennst du ein Bike? Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Okay, lass dich mal mit drauf. Und wie geht's ihr? Die Kleine, die bei mir. Nein. Ach, verdammt, Ricky, was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht. Sie ist nicht hier. Warte, Moment, einen Augenblick mal. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rogue Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kamen ohne sie zurück. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße! Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper. Du hast die Wahl. Und was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Dick. So sieht's aus. Und das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Forks jahrelang alleine überlebt. Ja, dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. Hey. Hau ab, oder ich puste dir den Kopf Rosa, weg! Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Hey. Hey, ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky. Tamalo? Ja. Und vom Tamalo zum Lost Lake? Ja. Warte. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Boozer, alles klar? Alles schick. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was sollte ich tun, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht fragen? Oh Himmel. Seht euch an, die Biker Boys. Die härtesten Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt! Falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Eddie. Komm schon, ja. Yeah. Das kann ich allein. Ricky. Ja, Boozer, Ricky. Okay, dann wollen wir mal. Los, steig auf, Boozer. Warte, wo gehen wir hin? Eddie sagte, sie würde sich deinen Arm mal ansehen und vielleicht kann sie was für dich tun. Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Boozer, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deke. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt... Das ist eine Ewigkeit her. Das Camp wurde ausgebaut. Sie haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann.
Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden, wie du sagtest. Dann hauen wir hier ab. Ja, Richtung Norden. Lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Okay, also, ich gehe zurück und sehe nach ihm, ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Dann hoffen wir mal, dass er uns bleiben lässt. Ich kann mir vorstellen, wir müssen uns das vielleicht erarbeiten. Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt? Wir trafen auf ein paar Ripper, südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos nicht. Scheiße. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Usa war kein verdammter Rekrut. Tucker sollte Ihnen einen Deal vorschlagen, wie Iron Mike. Ricky, er versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinen Deal mit Lost Lake halten, zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Ich fand sie immer so schön. Vielen Dank für dein Vertrauen. Mein Mann und ich kamen jeden Sommer mit den Kindern her. Camp, Angeln. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten. Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht. Siehst du? Du weißt, wer dieser Scheißkerl ist und weißt, genug was er... jetzt! Und du? Du steckst das Ding weg! Mike, Deacon war der mir weiß, das Mädchen brachte. Ich weiß! Und ich weiß genau, was er für einer ist, was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch einen Biker. Macht mal halblang. Ich brauche nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ach. Ich mache, was ihr wollt. Sicher, Mike. Wie du meinst. Ich bin dabei. Komm mal mit. Ich traue dir nicht. Hau bloß ab. Du hast sie also hergebracht. Hab sie nicht hergebracht, Skizzo. Boozer brauchte Hilfe. Er ist in die Krankenstation eingebrochen. Die ist nicht gerade gut gesichert. Du solltest dich schon vor Wochen... Du arbeitest also nicht mehr für Tucker. Ja? Dafür ist die Kleine jetzt hier. Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, wegen der Sache mit Tucker. Wart ihr lange unterwegs? Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn hier bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut... Dann sind wir geliefert.
Wenn ihr euch um Busa kümmert und wir erstmal hier bleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Norden, hm? Es gibt ein Camp nach Smith Rock. Busa war noch nie da, aber egal. Dieser Ort hier ist nichts für mich. Wir sollten weiter. Ein Neuanfang? Das kann ich gut verstehen. Geh jetzt. Lass mich allein. Ich muss erst mal nachdenken. Klar, Mike. Ja, wie du meinst. Aber Ricky soll mich anfunken, wenn ihr was braucht. So. Das hätten wir abgeschlossen. Sehr geil. So, Leute. Da würde ich sagen, machen wir dann jetzt an der Stelle hier Schluss. Und ja, lasst auch sehr gerne eine Bewertung da. Und schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, tschüssi.